Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Ich begrüße euch recht herzlich beim VfR-TV zum 32. Spieltag in der Bayernliga Süd. Unser VfR traf auf den 1. FC Sonthofen. Das Hinspiel haben unsere Jungs eindeutig gewonnen und somit war der 1. FC Sonthofen auch schon vorgewarnt. Der Trainer gab eine Taktik raus, die unser Trainer Daniel folgenderweise kommentierte. Ja, da gibt es im Fußball mehrere taktische Mittel. Das taktische Mittel ist nicht meins. Ich kann versprechen, dass wir auch so ein taktisches Mittel in der Regionalliga nicht spielen werden. Dann steige ich lieber ab. Und das ist für mich kein Fußball für Zuschauer. Das tut mir echt leid, dass wir da heute den Türöffner nicht geschafft haben. Danke Daniel. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, was in der ersten Halbzeit so passiert ist. Wie man schon in der ersten Szene sieht, stand der 1. FC Sonthofen sehr tief und unsere Jungs probierten es durch Florian de Brate mit einem Weitschuss. Ball beim Einwurf, der wird verlängert und so kam Gerrit Arzberger zum Abschluss. Florian de Brate mit feinem Auge auf unseren Stürmer Stefan Prunitsch, doch leider versprang ihn der Ball bei der Annahme leicht und so konnte die Abwehr klären. De Brate mit Flanke in den 16er und Stefan Prunisch legte ab für Gerrit Arzberger. Der 1. FC Sonthofen kam über einen Freistoß zu seiner ersten, Chance. Die Gäste probierten es wieder mit einem Freistoß, doch direkt in die Arme von unserem Torwart Stefan Wachenheim. Unsere Jungs spielten geduldig um den 16er herum. Nach Hereingabe in den 16er kam Gerrit Arzberger zum Abschluss. Zur ersten Halbzeit kann ich nur sagen, wir haben geduldig gespielt, uns die Chancen herausgespielt und hinten nicht zugelassen. Schauen wir mal in die zweite Halbzeit rein. Florian de Brate beim Freistoß. Unsere Jungs spielten sehr geduldig und kombinierten. Doch immer wieder kam es dazu, dass ein Sandhofener im letzten Augenblick noch dazwischen kam. Einer mit der größten Chance leitet Florian de Brato ein. Georg Ball legt wunderschön auf Soros Hamid ab. Der zog ab, doch der Keeper kam noch mit den Händen dran. Nach einem Konter kam die erste richtige Chance für den 1. FC Sandhofen. Wenn schon hatte der Stürmer ein gutes Auge oder es war ein Verzweiflungsschuss. Doch unser Keeper Stefan Wachenheim hielt. Florian de Brate probierte es mal mit einem Fernschuss und holte den linken Hammer raus. Selbst nach Ecke und einer artistischen Einlage ging der Ball leider nicht ins Tor, sondern drüber. Daniel Steinacher probierte es mit einer Flanke aus dem Halbfeld. An dieser Szene sieht man wunderschön, wie der 1. FC Sonthofen sich hinten reinstellt. Unsere Jungs erhöhten den Druck und somit gaben sich kleinere Chancen für die Gäste. Wie sollte es auch sonst sein? Die letzte Chance gehörte dem VfR. Mein Fazit vom Spiel ist, trotz des 0-0 haben unsere Jungs ruhig und konzentriert nach vorne gespielt und haben hinten nichts wirklich anbrennen lassen. Schalten wir mal zur Pressekonferenz. Fangen wir bei den Gästen an. Ziel, was vorgegeben worden ist, von Ihnen ist heute wahrscheinlich umgesetzt worden und auch in den Punkt verdient worden. Auch von meiner Seite, erstes Gratuliere zu meiner Mannschaft. Nach 90 Minuten, ich denke, es war verdienter Punkt. Muss man sagen, wir waren aber sicherlich nicht die Mannschaft auf dem Niveau, wie Aufsteiger aussieht. Ich kann zum Daniel und zu seiner Mannschaft von meiner Seite gratulieren im Aufstieg in die Regionalliga und wünsche viel Erfolg für diesen Verein in Zukunft, aber zu meiner Mannschaft. Daniel, Aufstieg ist natürlich hart, und zwar schon gratuliert ist, aber noch fix, noch lange nicht, wie man sieht. Heute natürlich 3 Punkte verloren, nichtsdestotrotz nicht so okay. Ja gut, erstmal, wir müssen gratulieren zu dem Punkt. Meiner Mannschaft auch Kompliment machen. Sie hat es geduldig gemacht. Sie hat es gegen,
gegen eine Fünferkette wahnsinnig ordentlich gespielt haben. Wie gesagt, mir tut's leid, dass wir heute nicht einen großen Schritt in die Regionalliga schon gemacht haben, sondern dass wir noch ein bisschen warten müssen. Und ich hoffe, dass die anderen Gegner nicht gegen uns so spielen. Vielen Dank, gute Heimreise, viel Erfolg noch und vielleicht nächste Woche noch ein paar Punkte holen. Das ist jedes Mal egal. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie den VfR Garching TV wieder eingeschaltet haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie doch am Samstag beim Isar Derby sehen in Ismaning. Bis dahin, auf Wiedersehen.